Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich als abschließender Redner meiner Fraktion und auch dieser Debatte einige Aspekte beleuchten, die mir besonders wichtig sind und die vielleicht noch nicht in der Form angesprochen worden sind. Am heutigen Tag möchte ich abweichend zu einem berühmten Fußballwort sagen, 29 Freunde müsst ihr sein. Ich spreche an, dass die NATO ein Wertebündnis ist und dass auch die Art und Weise, wie die NATO-Regierungen, die NATO-Parlamentarier zusammenarbeiten, wie ich finde, auch ein Stück weit den Geist ausstrahlen sollten, den wir von unseren Soldatinnen und Soldaten erwarten, die der NATO zusammenarbeiten, nämlich Fairness und Kameradschaftlichkeit. Und Artikel 3 des Washingtoner Vertrages, also des NATO-Vertrages, sagt, gegenseitige Unterstützung ist eine der wichtigen Aufgaben des Bündnisses. Und vor diesem Hintergrund waren wir doch ziemlich befremdet, als die türkische Regierung vor einigen Wochen zunächst den Zugang von Journalisten im Rahmen der Pressearbeit der Bundeswehr zu den deutschen Soldaten in der Türkei verhinderte und dann auch noch die Reise unseres parlamentarischen Staatssekretärs. Das führt mich zu dem Vorschlag oder zu dem Gedanken, ob wir angesichts solcher unakzeptabler Vorgänge doch darüber nachdenken sollten, ob mal auf NATO-Ebene in aller Ruhe darüber nachgedacht werden sollte, ob man eine Verfahrensordnung aufstellt, wie jeweils umzugehen ist mit diesen Wünschen von Regierungen oder Parlamentariern, ihre Truppe im jeweiligen anderen Land zu besuchen. Ich hatte gedacht, das wäre selbstverständlich. Es gibt im Übrigen ein solches Regelwerk bis jetzt nicht. Und deswegen rege ich an, dass man vielleicht nicht auf dem Gipfel, aber im NATO-Rat mal darüber nachdenkt, ob man da nicht zu Ergebnissen kommt, die besser sind. Denn es ist schlicht unakzeptabel, dass die Bürger, Armee, Bundeswehr in der Türkei von Abgeordneten und von Regierungsmitgliedern nicht besucht werden darf. Das zweiten Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist das Thema, wer rüstet hier eigentlich auf? Ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal in Erinnerung rufen. Wir haben nicht nur den Einmarsch Russlands auf der Krim und die Einmischung im Osten der Ukraine. Wir haben auch im Mai des vorletzten Jahres anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag des Kriegsendes Ankündigungen der russischen Regierung gehabt, dass im großen Stil eine neue Generation von Panzern in den Auftrag gegeben wird. Wir wissen auch, dass diese Panzer vermutlich eher im Westen Russlands eingesetzt werden, also westlich des Urals. Und wir sind schon der Meinung, dass das ein Schritt ist, der eine Aufrüstung Russlands darstellt, die wir mit großer Sorge nur betrachten können. Wir haben ganz konkret im Blick auf das, was im Westen Russlands passiert, klare Erkenntnisse, dass es auch öffentliche Ankündigungen, dass drei Divisionen umgruppiert werden, 30.000 russische Soldaten, mindestens 30.000 russische Soldaten, verstärkt an der Westgrenze Russlands und an der Grenze zur Ukraine eingesetzt werden. Und dagegen sind die insgesamt rund vielleicht maximal 9.000 Soldaten, die die NATO nun in ihrem transparenten Plan der Verstärkung im Osten Europas aufbaut, doch nun wirklich eine vergleichsweise milde und eine vergleichsweise angemessene Reaktion. Und das als Einstieg in eine Aufrüstungsspirale zu sehen, finde ich schlicht falsch. Und das wird der Sache tatsächlich nicht gerecht. Die Bundeswehr beteiligt sich ganz konkret in Litauen mit der Übernahme der Führung über ein Bataillon. Und wir sind im Übrigen ja auch in Polen beim multinationalen Korps stark engagiert, nur um zwei Beispiele zu nennen. Also Deutschland wird seiner Bündnisverpflichtung gerecht. Der dritte Aspekt, den ich kurz ansprechen will, es wird gelegentlich der Eindruck erweckt, auch durch Äußerungen von Politikern in Deutschland, die NATO hätte ein Defizit im Blick auf den Dialog mit Russland. Ich möchte dem ausdrücklich widersprechen. Nicht nur der hier häufig zitierte Anlass, dass man sagt, NATO-Russland-Rat wird einberufen und angeboten, um zu diskutieren mit Russland. Ich bin auch der Meinung, dass das eines Tages auch mal im Ministerformat geschehen kann. Sondern es gibt auch ganz viele andere Ebenen, wo es Gespräche zwischen NATO-Partnern und Russland gibt. Im Übrigen auch sehr konstruktive Gespräche. Ich möchte ausdrücklich hervorheben, dass ich mich gefreut und fast ein bisschen gewundert habe, dass die UN-Resolution, die neue zu Libyen, 15:0 durch den Sicherheitsrat gegangen sind, also ausdrücklich mit Unterstützung Russlands zustande gekommen sind. Also eine Sprachlosigkeit zwischen Russland und dem Westen kann ich Gott sei Dank nicht erkennen. Und wir sollten uns diesen Schuh auch ganz konkret nicht anziehen, zumal Deutschland ja in einer führenden Rolle ist. Der NATO-Gipfel ist ein Gipfel an einem bedeutenden Ort
in einer schwierigen Zeit, aber ich bin absolut sicher, dass alle Staats- und Regierungschefs sehr verantwortungsvoll diesen Gipfel nutzen werden, um einerseits die Gesprächsbereitschaft weiter zu signalisieren und zum anderen aber auch keinen Zweifel an unserer Verteidigungsfähigkeit zu lassen. Das sind wir unseren Partnern im Osten Europas schuldig. Herzlichen Dank.